Jo Freunde, es wird in den nächsten Stunden ein neues Starterpaket zu kaufen geben und das möchte ich euch mal zeigen und was alles dabei ist, zeige ich euch auch mal eben. Kurz vorab, ganz wichtig, dieses Starterpaket beinhaltet auch Rette die Welt. Falls ihr das noch nicht habt, auf jeden Fall gönnen, falls ihr es spielen wollt. Und wie ihr das bekommen könnt, ganz easy, ihr geht einfach hier entweder im Item Shop, hier nach ganz unten, dann steht es da unten unter Vorgestellt, das Starterpack. Ansonsten, wenn es hier nicht angezeigt wird, einfach vorne bei Spielmodus auswählen. Und dann einfach unter Rette die Welt hier links gehen. Falls ihr das nämlich noch nicht habt, dann wird es auf jeden Fall hier angezeigt, dass ihr da auf jeden Fall auch wisst, wo ihr hin müsst, um das zu bekommen. Alternativ könnt ihr natürlich auch, wie ich zum Beispiel auf der PlayStation spiele, einfach hier in den Store gehen. Das zeige ich euch mal kurz. Dann Fortnite gleich eingeben und gehen mal kurz über die Suche. Dann gehen wir mal hier, ich sehe überhaupt nichts, weil meine Cam auch einfach im Weg ist. So, jetzt gehen wir mal Fortnite hier ein. So, und dann habe ich noch eine wichtige Info für euch. Und zwar ist das das alte Starterpack hier. So, wir gehen mal kurz rüber hier. Das ist nämlich hier das alte Starterpack. Keine Sorge, das neue zeige ich euch gleich. Das ist nämlich das Maschinistin-Mina-Paket. Und das ist aktuell 25% runtergesetzt. Aber noch wichtiger, das läuft jetzt heute ab. Ne? Ihr seht es jetzt hier gleich auf der rechten Seite. Dieser Preis gilt nur vom 31.03.21 bis zum 17.04. um 0.59 Uhr. Heute ist der 16.04., also nur bis heute Nacht um 1 Uhr. Dann gibt es dieses Paket nie wieder hier. Falls ihr den noch haben wollt, hier den Maschinistin Mina Skin. Natürlich mit 1000 V-Bucks, mit Rucksack. Ich glaube, das andere ist eine Spitzhacke. Oder ein, nee, das ist ein Gleiter. Und natürlich noch Rette die Welt. Dann greift auf jeden Fall zu. Günstiger kommt ihr aktuell nicht mehr dran. 11,99 Euro inklusive Rette die Welt und 1000 V-Bucks. Super Preis. Deswegen, falls ihr noch Rette die Welt haben wollt und das Paket auch ganz nice findet, gönnt euch das auf jeden Fall jetzt noch. Ansonsten kommen wir jetzt mal wirklich auch zu dem neuen Paket, was dann jetzt hierfür einfach reinkommen wird. Dafür gehen wir mal kurz zu Twitter, hier bei FireMonkey, denn das hier ist das neue Starterpaket für Save the World. Ihr seht es hier, Rette die Welt, und das wird, denke ich mal, auch dann auf jeden Fall mindestens einen Monat, vielleicht zwei Monate drin sein. Ja, und das kommt jetzt wirklich rein. Ihr seht es hier auch vielleicht rechts, ich mache mal ein bisschen kleiner, Release Date ist 16. April, 8 Uhr PM Eastern Time. Das ist in Deutschland einfach der 17. April, 2 Uhr morgens. Deswegen kurz drauf wird einfach dieses neue Paket reinkommen. Was haben wir? Wir haben natürlich Zugang hier zu Save the World, falls ihr das noch nicht hattet. Ansonsten noch den Robo Way Hero, das ist der Skin hier. Dann haben wir noch, beziehungsweise Robo Way Hero, Robo Way Outfit. Frage mich gerade, oder ist das die Spitzhacke? Warte mal, Backbling. Ist das Spitzhacke? Ja, keine Ahnung, was das hier sein soll. Robo Way Hero, wahrscheinlich heißt das Paket einfach so. Es gibt auf jeden Fall hier noch, oder was bei Save the World, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich spiele das nämlich nicht, wahrscheinlich gibt es hier noch irgendwas bei Save the World dazu. Ansonsten noch 1000 V-Bucks hier auf jeden Fall auch noch mit drin. Und natürlich hier, also das komplette Paket hier, bekommt ihr einfach mit diesem, ja, Paket. Also, wisst ihr Bescheid, es wird hier auch, er schreibt hier wahrscheinlich hier 15,99 kosten, das seht ihr auch hier im Shop, das kostet immer gleich viel, hier vorher auch 15,99 hat das gekostet und das wird auch wieder auf 15,99 hochgehen, dass ihr da auf jeden Fall auch Bescheid wisst. Und er schreibt noch, es kann ein bisschen früher kommen als 2 Uhr, dass ihr da auch Bescheid wisst. Deswegen, ihr seht ja auch, der Skin bzw. das Paket ist nur bis 0.59 Uhr. Deswegen kann es sein, dass direkt dann irgendwie eine Minute später einfach das neue Paket drin ist und ihr einer der ersten seid, die das haben. Es kann auch sein, dass ihr das schon angezeigt bekommt im PC, also beim PC. Bei PC-Spielern ist es schon ab und zu angezeigt worden. Da guckt auf jeden Fall mal rein, falls ihr Bock drauf habt. Da könnt ihr auch einer der ersten sein. Ansonsten, das war es erstmal zu dem Video. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen, wenn ihr neu wart. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.